Im Flüchtlingsstreit mit der EU wird der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Montag zu Gesprächen in Brüssel erwartet. Wie sein Sprecher mitteilte, wird er mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel zusammenkommen. Auf einer Veranstaltung in Istanbul rief er Griechenland auf, die Grenzen für Migranten zu öffnen. Ich werde am Montag in Belgien Vertreter der Europäischen Union treffen. Wir werden all diese Themen besprechen. Ich hoffe, dass ich mit verschiedenen Ergebnissen aus Belgien zurückkommen werde. Griechenland, öffne deine Grenze, befreie dich von dieser Last und lass sie in andere europäische Länder gehen. Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis bezeichnete den EU-Flüchtlingspakt mit der Türkei als tot. Mitsotakis wird am Montag zu einer deutsch-griechischen Konferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin erwartet. Der Präsident Zyperns Nikos Anastasiadis schrieb auf Twitter, er habe Mitsotakis in einem Telefongespräch mitgeteilt, dass Zypern bereit sei, Sicherheitskräfte zu entsenden, um die Grenzen Griechenlands zu schützen. Denn diese seien gleichzeitig die Grenzen Europas. Sein Angebot sei angenommen worden.